Werden Sie dieses Jahr einen Weihnachtsbaum kaufen? Dieses Jahr? Ja, sicher. Schon wegen dem Kind. Und uns selber macht es auch Spaß. Ja. Ja, natürlich. Warum sollen wir darauf verzichten? Eigentlich immer. Ohne geht's doch nicht. Nee, im Sinne des Umweltschutzes und des Waldsterbens werden wir dieses Jahr nur einen künstlichen Baum machen. Ja, ich habe einen künstlichen Baum. Meinen Sie, ich kaufe einen künstlichen? Nein, echte muss es sein. Ja, denn die Weihnachtsbäume für die Privathaushalte, die werden ja extra dafür praktisch angebaut. Die müssen ja sowieso geschlagen werden. Nö, ich würde mal aus Plastik basteln, beziehungsweise aus alten Jalousien, wa? Das Politbarometer, meine Damen und Herren, misst Meinungen und Stimmungen. Und welche Stimmung ist in Deutschland schöner als die Weihnachtsstimmung? Aber brauchen wir dazu eigentlich immer noch den Weihnachtsbaum? Das ZDF hat gemeinsam mit der Forschungsgruppe Wahlen e.V. in Mannheim Ende November rund 1000 repräsentativ ausgewählte Wahlbürger befragt. Werden Sie dieses Jahr einen Weihnachtsbaum kaufen? Ja sagen 75%. Nein 25%. Von diesen 25% sagen 6%, dass sie wegen des Waldsterbens auf einen Baum verzichten. Diese 6% machen sich übertriebene Sorgen. Denn Weihnachtsbäume schlagen schadet dem Wald nicht, im Gegenteil, die Forstwirtschaft sagt, es nützt ihm. Etwa die Hälfte der rund 17 Millionen Weihnachtsbäume kommt aus den Fichtenschonungen der Wälder. Und die müssen ohne dies ausgedünnt werden. Die andere Hälfte stammt aus speziell angelegten Weihnachtsbaumkulturen. Woher sie aber auch immer kommen, mit dem Verkauf wird Geld verdient und das kann wieder für den Wald eingesetzt werden. Die Deutschen sehen im Übrigen hoffnungsvoll dem Weihnachtsfest entgegen. Mit der Wirtschaft geht es langsam voran, daran glauben jedenfalls derzeit mehr Bürger als noch im Sommer. Und immer noch wird der jetzigen Bundesregierung, die ja den Aufschwung versprochen hatte, da einiges zugetraut. Wer kann am ehesten dafür sorgen, so fragten wir, dass sich die wirtschaftliche Lage verbessert? Die jetzige Bundesregierung sagen 50%. Eine SPD-geführte Bundesregierung meinen 43%. Die Regel lautet, wenn die Wirtschaft floriert, kann den regierenden Parteien nur wenig passieren. Aber wenn Pannen und Affären die Öffentlichkeit über viele Wochen hin beschäftigen, wie jüngst wieder bei Flick-Barzel, wirkt sich das auf das Ansehen der Parteien aus. Welche Parteien bevorzugen Sie im Augenblick? So fragten wir. 3% wollten keine Antwort geben, die restlichen 97% verteilen sich so. Die CDU-CSU kommt jetzt auf 43%, 2 Punkte weniger als im Oktober. Die SPD erreicht 40%, 1 Punkt mehr als im Vormonat. Die FDP verliert jetzt 3%, im Oktober waren es noch 4. Die Grünen gewinnen jetzt 11%, 2 mehr als im Vormonat. Die Diskussion um die Namen Flick, Bachzel und Hochten, um die Spenden an Parteien überhaupt, zeigt offenbar Wirkungen. Die Parteien befürchteten das und einige ihrer Sprecher haben Presse, Rundfunk und Fernsehen verantwortlich gemacht. Von einer Kampagne gegen die Regierung war die Rede. Was meinen Sie, beschäftigen sich Presse und Fernsehen mit dem Thema Flick und Parteispenden zu viel, zu wenig oder gerade ausreichend? So fragten wir. Zu viel, das meinen 32%. Zu wenig, glauben 20%. Gerade ausreichend finden 48%. Manche Leute behaupten, dass hinter diesen Veröffentlichungen eine Kampagne gegen die Bundesregierung stecke. Dass diese Behauptung stimmt, denken 38%. Dass sie nicht stimmt, meinen 62%. Die Parteien können das Wort Spende gewiss nicht mehr hören, aber die Öffentlichkeit will informiert sein. Auch dann, wenn bestimmte Einzelheiten aus Unterlagen stammen, die nicht veröffentlicht werden sollen. Wir fragten, viele Einzelheiten über die Gelder von Flick stammen aus den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Finden Sie es richtig, dass die Presse dieses Material veröffentlicht hat, oder finden Sie das nicht richtig? Richtig finden es 74%, nicht richtig nur 26%. Die Affäre Flick, sie hat sich ausgewirkt auf die Parteien, sie hat sich aber nicht ausgewirkt auf das Ansehen führender Politiker in Bonn. Auf einer Skala von -5 nach +5 konnten die Befragten wieder bestimmte Spitzenpolitiker bewerten. Bundeskanzler Kohl erreicht bei allen Befragten unverändert den Wert +0,6, bei seinen eigenen Anhängern in der CDU-CSU 3,2. Finanzminister Stoltenberg genießt im Urteil aller höheres Ansehen als der Bundeskanzler 1,1. In den eigenen Reihen geringeres 2,6.
Der CSU-Vorsitzende Strauß 0,3 bei allen Befragten, ebenfalls 2,6 bei den Anhängern von CDU und CSU. Der FDP-Vorsitzende Genscher 0,0 bei allen, aber 3,2 in den eigenen Reihen. Sein möglicher Nachfolger Bangemann minus 0,3 im Gesamturteil, 1,4 bei den FDP-Anhängern. Der Oppositionschef Vogel 0,6 bei allen, genauso viel wie der Bundeskanzler. Weniger Ansehen als der, aber in den eigenen Reihen, 2,4. Dies ist die derzeitige Einschätzung. Sie hat sich aber gegenüber dem Monat vorher so gut wie nicht verändert. Wie die Bewertungen von Politik und Politikern, wie die Erwartungen in die Regierung und in die Wirtschaft sich über dieses ganze Jahr 1984 verändert haben, das möchten wir zusammen mit den neuen Zahlen für den Dezember im nächsten Politbarometer zeigen, am 7. Januar 1985. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.